sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Icardi. Der Pass von Icardi. Kylian Mbappé-Lotin. Sehr gut aufgepasst. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und Neymar. Neymar, ja, vielversprechend. Ferrati, klasse Aktion. So, das ist der Schlusspfiff. Mbappé, gut. Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris, genauer gesagt aus dem Parc des Princes. Ihre Kommentatoren sind der Kollege Frank Buschmann und ich, Wolf Fuß. Und ich denke, das ist eine Partie, die wirklich einiges verspricht. Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Alexander Zinchenko. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Kun Agüero. Agüero! Super Tor! Und auch ein klasse Konter, genauso macht man das, genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Sterling. Ja, De Bruyne lauert da. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Mahrez. Da ist das Tor durch Riyad Mahrez. Super Aktion. Ist einfach ein Spieler, auf den es immer wieder Verlass. Der Keeper hat ihn fast, aber ja, eben nur fast. Und er ärgert sich um ein Haar, hätte er den gehalten. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Mbappé. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Mahrez. Agüero. Jetzt müssen sie aufpassen. David Silva. Sehr guter Schuss, knapp drüber. Guter weiter Ball auf Neymar. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Und da holt er sich den Ball. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Neymar auf dem Flügel. Neymar. Mbappé. PSG verliert den Ball. Kylian. Da schießt er. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing.
Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Und der Ball geht auf den Flügel zu Sterling. Gute Aktion jetzt. Sehr gut gemacht. Er hat den Ball. Mbappé. Icardi. Di Maria, den muss er machen. Und da haben wir es, das Tor. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen im Spiel. Da dürfte der Trainer bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen. City verliert den Ball. Jetzt Neymar. Mauro Icardi. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Rodrigo. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Er trifft den Pfosten. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Riyad Mahrez. Ganz knappes Ding. Unter die Latte und dann rein. Und genauso muss man auf einen Gegentreffer antworten. Perfekte Reaktion. Sie haben sich kurz geschüttelt und dann selbst wieder die Initiative ergriffen. Und jetzt muss PSG hier passende Antworten finden. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Da kommt der Steilpass. Ja, gut gemacht jetzt von Ederson. Rodrigo. Agüero am Ball. Schöner Ball von Agüero. Achtung jetzt! Riyad Mahrez! Tolle Parade! Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene! Ecke von Silva. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Und jetzt De Bruyne. In den freien Raum. Mahrez. Riyad Mahrez. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Marquinhos jetzt. Gueye. Sie werden es jetzt mit der Abseitsfalle versuchen. Ah, und da ist es. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Ah, klasse geklärt. Di Maria bringt den Ball rein. Mbappé! Ganz souverän hier vom Torhüter. Nun David Silva. Klasse Zuspiel. Agüero. Schuss von Agüero. Kevin De Bruyne. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Ballverlust PSG. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Agüero jetzt. Verratti. Vorteil für Paris Saint-Germain. Ja, geht gut dazwischen. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Pass. Riyad Mahrez. Mahrez. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Und jetzt Di Maria mit Zug nach vorne. Neymar schießt.
Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Da können Sie erstmal klären. Aguero ist da unaufhaltsam. City verliert den Ball. Ich finde, da war einiges drin in den ersten 45 Minuten. 3:2 der Spielstand. Bislang ein gutes Spiel von Manchester City. Sie liegen hier vorne zu Beginn der zweiten Hälfte. City kommt über außen. Riesenchance für Mahrez. Pfosten. Neymar mit dem Ballverlust. Sterling. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Sterling. Guter Versuch, aber kein Tor. Na, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Und Thiago Silva. Und nun Ferrati. Ferratis Pass landet beim Gegenspieler. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Sterling macht es stark. Jetzt ist es gefährlich. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ballverlust Manchester City. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Der Pass von Icardi. Ist es das jetzt? Den hat er super gehalten. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Mbappé. Chance für Icardi. PSG macht das Tor. Das Tor kommt jetzt doch ein bisschen überraschend, für mich jedenfalls. Ja, sie waren bisher klar unterlegen. Aber wer weiß, so ein Spiel kann sich ja schnell drehen. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Und nun David Silva. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Aguero macht Druck. Da ist die Flanke. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Vorne der Ballgewinn. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Gueye. Und die Maria. Icardi. Und damit ist der Ball weg. Might fade, but they're sticky like glue.
Schweinisch. Wonder what after mom prime is. Never underestimate your highness. Strip them melanin.